So Leute, herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Oder generell heißt es ja einfach nur Storm. Und ohne Shippuden, das kommt erst danach. Ja, herzlich willkommen zurück. Weil aktuell Streaming nicht funktioniert, da Streamlabs sich denkt, Bruder, ich habe keinen Bock mehr auf Windows 7. Und ich tatsächlich noch mit Windows 7 habe und streame und das eigentlich noch so war, ja, kann ich jetzt das halt nicht mehr und deswegen nehmen wir jetzt hier mit meiner Elgato ganz normal auf und streamen dabei. Ja, naja, so viel dazu. Genau. Wenn ihr diesen Part hier seht und hört, wobei ich mache jetzt einfach schon mal direkt weiter, halt, weil wir ja noch einiges zu erledigen haben, damit ich das Spiel zu 100% fertig habe. Es fehlt nämlich nicht mehr so viel, aber ich weiß, es sind noch ganz schlimme Sachen da. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Spiel oder diese Video seht. Achso, das Ding hat keine. Achso. Mich hat's gerade gewundert. Ja, aber dafür diese Sache. Wir müssen alle Ziele finden in 110 Sekunden. Das wird richtig geil. Ne, auf jeden Fall, wenn ihr diesen Part hier hört und seht, ist schon das neue Naruto-Game, nämlich Naruto X Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections draußen. Und ich habe es bereits komplett auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Ja. Also so ist auf jeden Fall geplant. Genau, nur damit ihr schon mal wisst, so für die Timeline, falls es jemanden interessiert. Das ist jetzt der 23. Part. Ja. Der Part ist, wo wir bereits schon den neuen Teil gespielt haben und durchgespielt haben. Und ich muss sagen, toller Teil. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Wie gesagt, mega gutes Spiel geworden. So ziemlich, ja, ich würde sagen, in Richtung vielleicht sogar das Beste. Müsste man nochmal genauestens jetzt erinnere ich mich, sie war ganz sicher dort drüben. Ganz sicher dort drüben, okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Versuch's Konohamaru, okay. Aha. Moria, sagst du, ich hab sie da in diese Richtung gesehen. In diese Richtung, okay. Ah. Er hat ihn ganz sicher dort drüben gesehen. Ganz sicher! Naja, ist okay. Hey, hier gehört auch eine Menge Glück dazu, leider. Leider. Oder ich glaube, er war dort drüben. Hm. Du glaubst es, ich vertraue dir. Und mein Vertrauen wurde natürlich enttäuscht. Ne, auf jeden Fall. Ich habe es ja leider nicht geschafft. Ich wollte ja ganz gerne alle Naruto-Storm-Teile nochmal vorher abschließen. Habe ich natürlich nicht geschafft, weil ich einfach überhaupt keine Zeit hatte. So richtig zum Zocken. Was echt doof war. Bruder, die Moegi ist aber auch wirklich überall. Nur nicht da, wo ich sie erwarte.
wie gesagt. Ja, gut, hätte ich. Ja, man verliert dadurch leider immer so ein paar Sekündchen, die vielleicht ganz entscheidend sein könnten. Tja, er war gerade dort drüben. Gut, dann sollte hier sein, okay. Nee, Udon ist nicht hier. Ja, auch nicht. What a bummer. Ja, ich bin komplett auf dem Holzweg. Aber komplett. Aber man muss auch sagen, guckt euch's mal an. Wo zur Hölle? Wobei, man sagt, Moegi müsste irgendwo da unten sein. Und da, wo wir jetzt gerade sind, müssten theoretisch Udon sein. Ich weiß aber auch gar nicht, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben. 160 Sekunden. Und wir haben die Hälfte. Nein, hast du nicht. In die Richtung, okay. Ich will wenigstens, wollte eigentlich wenigstens einen finden, aber ich glaube nicht mal, das darf ich. Ja. Gut. Machen wir einen Neustart. Haben sie es geschafft. Bisschen bitte wiederholen. Das ist das Praktische. Ja, man kann nochmal wiederholen, das ist ganz gut. Müssen wir jetzt ein bisschen öfters machen. Weil ja, eines dieser Kinder war sicher dort. Okay. Du glaubst, er war da drüben. Ja. Okay, du hast nichts gesehen. Ja gut, hinter Sakura, das funktioniert natürlich nicht, ist ja logisch. Ich hab mich da auch nicht versteckt. So. Die war gerade noch da. Okay. Was sagst du? Nichts von Interesse, was sagst du? Na, wobei. Ja, aber Moegi soll da oben sein. Okay. Gucken wir mal, was Iruka will. Iruka sagt auch in die Richtung. Was sagst du? Ja! Nice! Sauber, alles klar. So, Udon war da links. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach da links gehen. Und hoffen, dass die uns gerade ein bisschen helfen. Okay, Konohamaru war gerade irgendwie da. Gucken wir nochmal. Na gut, hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert. Aber wir haben wenigstens Moegi.
Da. Das Problem ist nur, okay. Hilft mir nicht. Ihr helft mir nicht, Leute. Nee, ihr helft mir nicht. Ihr gebt mir eine Richtung, die gut ist. Ihr gebt mir eine Richtung, die okay ist, aber halt nichts, schwierig. Sagte er, während er einfach mal Udon findet. So, jetzt bleibt nur noch Konohamaru. Du hast ihn ganz sicher da drüben gesehen. Okay. Dann frage ich dich gerade schnell. Ja, nicht so viel enttäuscht sein, sondern mehr. What a bummer. Where's he hiding? What a bummer. Schade. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wo? Also ich sag ganz ehrlich, Leute, wo hätte er hier sein müssen? Ne? Weil die da zeigen links und die unten zieht nach links und links oben und die andere nach rechts unten. Digga, du musst da sein. Also jetzt nicht da, wo ich jetzt gerade gesucht habe, aber die anderen hatte ich. So. Und der hier fällt eigentlich raus, weil er natürlich nicht in der Spitze ist. Ich will jetzt, ich will Konohamaru jetzt suchen, deswegen. Fällt auch raus, alles klar. Ist ja logisch. Fällt auch raus, weil ist nicht in der Spitze. Ist klar. Aber, Leute, hier ist ja nix. Hier ist ja nix. Wo soll der sein, Leute? Der muss in diesem Bereich sein. Weil alles andere macht gar keinen Sinn. Ne? Außer der ist vielleicht irgendwie an der Decke und so, aber das wäre schon echt dürftig. Hier ist er natürlich auch nicht. Ist ja klar. Ne, Konohamaru hat sich jetzt durchgecheatet, tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, weil anhand der Sachen, Pfeile, gibt es eigentlich gar keinen Weg, wo er sein könnte. Weil, stimmt ja alles nicht. Schade eigentlich. Na, wobei, hier ist noch einer. Und hier ist er, ich glaub's nicht. Ach, fick dich doch, du Hurensohn, ey, ernsthaft. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Ja gut, hätte ich 100-mal nicht geschafft. Meine Güte, ich will das jetzt aber eigentlich gar nicht sehen. Naja, ist mir egal. Ah, ja gut, die Mission haben wir abgeschlossen, aber leider... nicht in den 110 Sekunden.
Tja, schade, ich hatte Udon und Moegi und es lag nur noch an Konohamaru, aber Konohamaru hat sich wirklich durchgecheatet, sorry. Das war einfach ein effektiver Cheat. Muss man einfach sagen, es war einfach effektiv gecheatet. Was übelst schlecht einfach ist. Okay, Moegi da. Okay, irgendeiner muss unten sein. Ja, den hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte einfach viel, viel mehr, hätte mehr suchen müssen. Noch. Okay, ganz sicher ist sie hier. Jetzt nicht da, wo ich jetzt gesucht habe, aber... Schön. Wir scheitern jetzt schon an Moegi und die Pfeile verarschen mein Leben schon wieder. Weil eigentlich die Pfeile zeigen es eigentlich ganz klar, wo Moegi sein muss. Und sowas weiß ich nicht, das finde ich einfach nicht toll. Ja, der ist natürlich unten, weil macht ja am meisten Sinn. Wenn einer unten ist. Ja, ne. Ich glaube, ich wiederhole, weil es macht einfach null Sinn. Moegi ist einfach wieder irgendwo, wo nirgendwo in dieser Welt irgendeiner ist. Und ja, hat keinen Sinn. Machen wir lieber einfach von vorne und hoffen, dass die diesmal besser positioniert sind für uns. Okay. Also einfach besser positioniert. Okay, du hast keine Ahnung. Also Konohamaru ist auf jeden Fall viel weiter unten. Udon ist höher. Naja, der ist... Konohamaru ist auf jeden Fall unten. Aber Udon müsste hier irgendwo eigentlich sein. Digga. Oh, einer ist oben, okay. Hätte jetzt eigentlich sein müssen.
Boah, ist das manchmal scheiße, hier zu springen. Also, Udon ist sehr weit oben. Oder halt auf jeden Fall weiter oben. Muigi ist unten. Und Konohamaru ist auch unten. Das ist super, wenn die alle mal wieder kreuz und quer sind. Und ich... Okay, Udon haben wir schon mal. Super. Und wir haben jetzt noch 40 Sekunden. Das ist schlecht. So. Das hilft mir nicht ganz. Naja, wir sind alle unten. Die sind alle unten. Die sind alle Richtung unten. Das heißt, wir müssen auch wieder hier irgendwo sein. Und die war ganz sicher hier oben. Ja, aber der Pfeil geht schon hart nach oben, ne? Ah, Digga, die verarschen mich doch heute schon wieder. Die Dorfbewohner, meine ich. Zeigen wir alle unten. Zeigen wir alle unten. Schaffen wir wieder nicht, weil die wirklich kreuz und quer sind, Digga. Also, logische Folgerung. Ganz, gehen wir ganz strategisch mal aus. Da, wo ich bin, muss Muigi 100% sein. 100%. So wie ich es gesagt habe. So, das Problem ist Konohamaru. Das wäre so gut gewesen. Ja, jetzt schaffen wir es leider nicht, weil jetzt, genau jetzt, die Zeit abgelaufen ist. Genau jetzt. Das ist so bitter. Konohamaru war safe in diesem Bereich. Der musste irgendwo da links sein. Da wette ich alles auf mein Leben. So, der hätte 100% hier links sein müssen oder so. Können wir nicht rausfinden, weil Abspann würde mir einfach viel zu lange dauern, einfach. Schade, zwei wieder gefunden. Es ist wie immer, es ist immer der dritte leider. Entweder sind die komplett behindert versteckt, was diesmal auch sehr schwierig war, muss ich sagen. So, ja, weil die alle kreuz und quer waren wieder und ich brauche es eigentlich genau nicht so. Ich brauche es eigentlich taktisch besser. Okay, Konohamaru ist wieder links. Okay. Du weißt nichts, weil du doof bist. Ruhig ist hier oben. Perfekt. Versuch's mal in diese Richtung, okay. Konohamaru ist da. Okay, diesmal ist Konohamaru links.
Udon müsste irgendwo rechts sein, okay. Aber wir haben zu wenig Beweise einfach. Wo? Wo genau rechts er ist. Deswegen müssen wir es auch eigentlich, müssen wir es eingrenzen. Aber sie sagen alle nur Konamaru! Und deswegen sagen sie hier, dass es Udon ist. Gut. Meine Freunde. Konohamaru. Jetzt, wo du sagst, ist er da. Okay. Okay, der ist wieder hier in der Mitte. Okay, er ist weiter. Das wäre jetzt auch sehr gut gewesen, wirklich. What a bummer. Okay. Where's he hiding? What a bummer. Okay, du hast ihn ganz sicher da gesehen. Es ist nicht ganz sicher. Ganz sicher da drüben, okay. Wir haben's. Ja! Geil! Wir haben's! Digga, wir haben's! Bruder! Was für ein Fuck! Was für ein Scheiß-Lack man bei dieser Kacke braucht, ey. Ohne fucking Witz, ey. Oh, Junge. Ich bin happy. Ich sag's ganz ehrlich, Leute, ich bin mega happy. Puh. Ja, das war jetzt natürlich jetzt einfacher, weil wir Muigi extrem schnell gefunden hatten. Dass sie direkt da oben war. Das war natürlich mega Lack. Muss ich einfach sagen. Das war einfach übelster Lack. Genau, ich glaube, wir brauchten irgendwie 1200 oder so für Geheimschriften. Das machen wir jetzt gerade noch, weil 2 Minuten haben wir noch und kann ich nochmal zu Ende quatschen. Boah, ich dachte schon so, scheiße, wir werden jetzt keinen Progress hier in dem Spiel machen, aber wir haben wenigstens diese eine Mission geschafft. Aber die war auch scheiße schwer. So. Ich musste auch sagen, nach dem letzten Part hatte ich auch wirklich keine große Lust mehr gehabt. Ich war ja sowieso nicht da gewesen, deswegen sagte ich auch schon, war irgendwie auch klar, dass ich es nicht schaffe, alle Naruto Games nochmal zu zocken. Genau. Wir werden aber im Anschluss hier Storm 1, Storm 2, 3 und 4 zocken und dann werden wir höchstwahrscheinlich, also nicht nur höchstwahrscheinlich, wir werden dann auf die PS3 rüber switchen und werden dann nochmal ein Replay zu Generations machen und zu Revolution. Zu die PS3-Exklusiven Games, weil ich habe die zwar schon gemacht, ja, aber halt in einer nicht so tollen Quali. Und das will ich ganz gerne ändern, deswegen machen wir da Replay-Projekte. Ich weiß, es hört sich vielleicht so ein bisschen langweilig an. Und im Grunde gehen natürlich auch die Parts nicht so viel, aber ich würde das ganz gerne in Angriff nehmen.
Vielleicht brauchen wir nicht allzu lange, weil ich ja mittlerweile gar nicht mehr so schlecht im Spiel bin. Na, vielleicht können wir das dann alles so ein bisschen schneller machen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Also Generations wird höchstwahrscheinlich nicht lange dauern, nein. So, und klar, Storm 2 und Storm 3, ich werde es zu 100% spielen. Storm 4 auch. Wobei, da müssen wir nochmal gucken. Genau, jetzt fehlen uns noch 299, dann haben wir alle. Dann haben wir die Mission nämlich auch abgeschlossen. Und glaube ich eine Trophäe. Vielleicht sogar. Gut, Leute. Das war Naruto Shippuden. Naruto Ultimate Ninja Storm. Meine ich. Entschuldigung. Shippuden. Werden wir noch oft genug sagen. Ja, auf jeden Fall, das war der erste Storm-Teil für heute. Wir haben diese scheiß Armring-Mission gemacht. Und jetzt werden wir den Rest noch durchziehen. Gott sei Dank nicht mehr viel. Wir haben sehr, sehr gut vorgespielt einfach. Die Spielzeit könnt ihr jetzt nicht sehen, weil wir locker 10, 12 Stunden davon nur AFK war, damit wir die eine Spielzeit-Mission da schaffen konnten. Gut, das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch nicht getan habt, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Es lohnt sich. 2 Videos pro Tag kommen nämlich raus. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.